Mein Name ist Professor Jörn-Gar Flamsdorf. Ich bin Inhaber des Lehrstuhls für Volkswirtschaftstheorie hier in Passau. Und ich bin jetzt das erste Mal dabei bei dieser wunderbaren Pokerrunde und freue mich riesig darauf. Habe mich gleich gefreut, als ich angesprochen wurde. Denn ich spiele schon seit vielen Jahren Poker. Mit meinen Kindern spiele ich es ganz oft. Und eines möchte ich dazu noch sagen. Ich habe hier nämlich eine wunderbare Poker-App. Ich habe trainiert wie ein Wilder in den letzten Tagen. Das heißt, Leute, zieht euch warm an. Was mich so richtig reizt an diesem Turnier, das ist ja die Loser Lounge. Denn da steht ein Kicker. Da steht ein Kicker. Und deswegen sollte ich dann irgendwann verlieren im Pokerturnier, dann deshalb, weil ich endlich kickern will. Und deswegen muss ich auch alle warnen, die mit mir spielen und die dann irgendwann verlieren, denn dann warte ich im Kickerraum und dann geht's eigentlich erst so richtig los. Von Herrn Putzke habe ich jetzt gehört, der will den Schwanz einziehen. Also da muss ich sagen, hat er vielleicht recht, denn so smart wie das letzte Mal kommt er diesmal nicht durch. Was ich besonders gut finde, ist, dass Getränke gestellt werden, Bier, wobei ich eigentlich auch ganz gerne einen Whisky hätte. Vielleicht bringe ich einfach mal meine eigene Flasche mit, schenke kräftig aus, trink alle unter den Tisch und dann kriegen die gar nicht so mit, dass sie dann irgendwann verlieren. Das ist vielleicht auch so eine Taktik und spätestens beim Kickerspielen werde ich sie dann so richtig abräumen. Also ich freue mich riesig drauf.